Test 6, Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Beispiel: Beim Frühstück schalten Sie wie immer das Radio ein und hören Folgendes. Radio Larifari. Es ist 8 Uhr. Sie hören die Kurznachrichten. Berlin. Im Bundestag findet heute die Abstimmung über das Gesetz zur Gesundheitsreform statt. Luxemburg. Die EU-Kommission will in der kommenden Woche über eine mögliche Zusammenarbeit mit Russland im Energiebereich beraten. Ägypten. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Kairo und Alexandria sind 9 Menschen getötet und 15 weitere schwer verletzt worden. Sport. Borussia Dortmund steht nach dem gestrigen 3:0-Sieg gegen Werder Bremen allein an der Tabellenspitze. Das Wetter? Vormittags freundlich, nachmittags bewölkt. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Beispiel: Beim Frühstück schalten Sie wie immer das Radio ein und hören Folgendes. Radio Larifari. Es ist 8 Uhr. Sie hören die Kurznachrichten. Berlin. Im Bundestag findet heute die Abstimmung über das Gesetz zur Gesundheitsreform statt. Luxemburg. Die EU-Kommission will in der kommenden Woche über eine mögliche Zusammenarbeit mit Russland im Energiebereich beraten. Ägypten. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Kairo und Alexandria sind 9 Menschen getötet und 15 weitere schwer verletzt worden. Sport. Borussia Dortmund steht nach dem gestrigen 3:0-Sieg gegen Werder Bremen allein an der Tabellenspitze. Das Wetter? Vormittags freundlich, nachmittags bewölkt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 1. Hören Sie jetzt den Text. Text 1. Von Ihrem automatischen Anrufbeantworter hören Sie die folgende Nachricht. Hallo Jan, hier spricht die Melina. Du, ich habe mich entschlossen, mein Architekturstudium in den USA fortzusetzen. Du weißt, ich habe gerade den Bachelorabschluss geschafft, nun will ich den Master in Amerika machen. Mein Onkel lebt in Kalifornien. Ich kann also bei ihm wohnen und in Kalifornien gibt es so viele klasse Universitäten. Zum Glück kann ich recht gut Englisch und kann den Aufnahmeantrag problemlos selber ausfüllen. Muss aber auch einen Lebenslauf auf Englisch schreiben, da brauche ich deine Hilfe. Ruf mich bitte an. Tschüss, Melina. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 1. Von Ihrem automatischen Anrufbeantworter hören Sie die folgende Nachricht. Hallo Jan, hier spricht die Melina. Du, ich habe mich entschlossen, mein Architekturstudium in den USA fortzusetzen. Du weißt, ich habe gerade den Bachelorabschluss geschafft, nun will ich den Master in Amerika machen. Mein Onkel lebt in Kalifornien. Ich kann also bei ihm wohnen und in Kalifornien gibt es so viele klasse Universitäten. Zum Glück kann ich recht gut Englisch und kann den Aufnahmeantrag problemlos selber ausfüllen. Muss aber auch einen Lebenslauf auf Englisch schreiben. Da brauche ich deine Hilfe. Ruf mich bitte an. Tschüss, Melina. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 2. Hören Sie jetzt den Text. Text 2. Im Flughafen hören Sie folgende Durchsage.
Wir möchten alle Reisenden daran erinnern, dass aus Sicherheitsgründen keine Flüssigkeiten in Mengen über 100 Gramm im Handgepäck mitgeführt werden dürfen. Das betrifft Wasser in Flaschen, Erfrischungsgetränke und alkoholische Getränke, Shampoos und sonstige Artikel für die Körperpflege. Wenn Sie bei der Sicherheitskontrolle eine dieser Sachen bei sich tragen, wird das Personal gezwungen sein, sie zu entsorgen. Für Flüssigkeiten in kleineren Mengen gilt das Ausfuhrverbot nicht. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen guten Flug. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 2. Im Flughafen hören Sie folgende Durchsage. Wir möchten alle Reisenden daran erinnern, dass aus Sicherheitsgründen keine Flüssigkeiten in Mengen über 100 Gramm im Handgepäck mitgeführt werden dürfen. Das betrifft Wasser in Flaschen, Erfrischungsgetränke und alkoholische Getränke, Shampoos und sonstige Artikel für die Körperpflege. Wenn Sie bei der Sicherheitskontrolle eine dieser Sachen bei sich tragen, wird das Personal gezwungen sein, sie zu entsorgen. Für Flüssigkeiten in kleineren Mengen gilt das Ausfuhrverbot nicht. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen guten Flug. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 3. Hören Sie jetzt den Text. Text 3. Sie hören eine Nachricht vom automatischen Anrufbeantworter. Grüezi, Juliane. Hier ist der Frank mit einer fantastischen Nachricht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben im Lotto gewonnen. Etwas mehr als 7000 Franken. Toll, was? Nun kann ich mir endlich ein Auto kaufen und an den Wochenenden in die Berge fahren. Ein teures, neues Auto kann ich mir für dieses Geld natürlich nicht leisten, aber ich glaube, es ist besser so. Ich suche mir etwas um die 5000 Franken. Der Rest kommt auf die Bank. Werd ja auch Geld für Benzin brauchen. Machen wir die erste Fahrt zusammen. Ruf an. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 3. Sie hören eine Nachricht vom automatischen Anrufbeantworter. Grüezi, Juliane. Hier ist der Frank mit einer fantastischen Nachricht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben im Lotto gewonnen. Etwas mehr als 7000 Franken. Toll, was? Nun kann ich mir endlich ein Auto kaufen und an den Wochenenden in die Berge fahren. Ein teures, neues Auto kann ich mir für dieses Geld natürlich nicht leisten. Aber ich glaube, es ist besser so. Ich suche mir etwas um die 5000 Franken. Der Rest kommt auf die Bank. Werd ja auch Geld für Benzin brauchen. Machen wir die erste Fahrt zusammen. Ruf an. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 4. Hören Sie jetzt den Text. Text 4. Im Radio hören Sie die folgende Nachricht. Und hier eine Meldung, die Jung und Alt interessieren wird. Täglich um 14 Uhr findet ein Vortrag mit Führung durch den neu eingerichteten Meteoritensaal des Wiener Naturhistorischen Museums statt. Der Titel der Veranstaltung, die für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist, lautet »Steine, die vom Himmel fallen«. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungskarten um 2,50 Euro für die gesamte Familie sind an der Museumskasse erhältlich. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 4. Im Radio hören Sie die folgende Nachricht. Und hier eine Meldung, die Jung und Alt interessieren wird. Täglich um 14 Uhr findet ein Vortrag mit Führung durch den neu eingerichteten Meteoritensaal des Wiener Naturhistorischen Museums statt. Der Titel der Veranstaltung, die für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist, lautet »Steine, die vom Himmel fallen«. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungskarten
und 2,50 Euro für die gesamte Familie sind an der Museumskasse erhältlich. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 5. Hören Sie jetzt den Text. Text 5. Am 30. Dezember hören Sie im Fernsehen folgenden Kommentar zum Wetter. Das Jahr geht zu Ende, die Nacht der Nächte steht uns bevor. Wie wird also das Wetter zum Jahreswechsel? Naja, besonders winterlich wird es nicht, vor allem nicht im Norden, wo es bei Mitternachtstemperaturen um 10 Grad recht häufig regnen wird. In der Mitte Deutschlands bleibt es bei starken Winden dagegen weitgehend trocken. In Süddeutschland weht ein meist nur schwacher Wind. Die Temperaturen werden im Bereich um 0 Grad liegen und es bleibt überall trocken. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 5. Am 30. Dezember hören Sie im Fernsehen folgenden Kommentar zum Wetter. Das Jahr geht zu Ende, die Nacht der Nächte steht uns bevor. Wie wird also das Wetter zum Jahreswechsel? Naja, besonders winterlich wird es nicht, vor allem nicht im Norden, wo es bei Mitternachtstemperaturen um 10 Grad recht häufig regnen wird. In der Mitte Deutschlands bleibt es bei starken Winden dagegen weitgehend trocken. In Süddeutschland weht ein meist nur schwacher Wind. Die Temperaturen werden im Bereich um 0 Grad liegen und es bleibt überall trocken. Ende Test 6, Teil 1. Test 6, Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Der Leiter einer privaten Wetterstation begrüßt eine Besuchergruppe. Grüß Gott, mein Name ist Roland Roth und ich begrüße Sie ganz herzlich in der Wetterwarte Süd, einer privaten Einrichtung zur Wetterbeobachtung und Vorhersage in Süddeutschland. Ich bin 1954 in Bad Schussenried in Baden-Württemberg auf die Welt gekommen und habe mich bereits als Kind für Wolkenbilder und meteorologische Zusammenhänge interessiert. 1968 richtete ich im Garten meiner Eltern eine Wetterstation ein und baute sie in den Folgejahren mit eigenen Mitteln stetig aus. Die Wetterwarte Bad Schussenried war geboren. 1988 wurde die Wetterstation Bad Schussenried in private Wetterwarte Oberschwaben umbenannt
Anfang 2004 in Wetterwarte Süd. Ich habe Geographie, Theologie und Philosophie studiert und war eine Zeit lang Leiter eines Jugendzentrums und Herausgeber einer sozialkritischen Zeitschrift. Im Lauf der Zeit versammelten sich zahlreiche Wetterinteressierte um mich, die Wetterbeobachtung in ihrer Freizeit betreiben und teilweise eigene Stationen besitzen. Heute besteht unser Wetterteam aus vielen Mitarbeitern, die alle ihren eigenen Aufgabenbereich haben. Obwohl die Wetterwarte Süd noch immer zumeist mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird, verteilt sich die Arbeit auf viele Schultern. Die Station vergrößerte sich, gewann immer mehr Mitarbeiter und genießt heute einen besonderen Ruf für gute regionale Wetterberichterstattung. Das Vorhersagegebiet der Wetterwarte Süd umfasst heute die Region von Ulm bis zum Bodensee und vom Schwarzwald bis zum Allgäu. Die täglichen Wetterberichte sowie die Monats- und Jahresstatistiken sind besonders beliebt, nicht nur weil sie sich in der Regel als richtig erweisen, sondern auch wegen ihrer Anschaulichkeit, Originalität und witzigen Sprache. Der 1995 in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Bauernverband eingerichtete telefonische Wettervorhersagedienst ist in seiner Art einmalig in Deutschland. Von März bis Oktober nutzen jährlich mehr als 60.000 Anrufer diesen Service. Heute liegt die Station in einem Wohngebiet im Südwesten der Stadt, 100 Meter vom Ortsrand entfernt, in einer Höhe von knapp 600 Meter über dem Meeresspiegel. Die Landschaft ist hügelig mit vielen Seen und Wäldern, mit einer Gesamtsonnenscheindauer von knapp 1.700 Stunden im Jahr und einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 8 Grad, herrscht in Bad Schussenried ein voralpines Klima. Weit ab von größeren Industriezentren ist die Luft kaum mit Schadstoffen belastet. Ausgerüstet ist die Station mit einem Wetterhäuschen, in der sich eine Reihe von digitalen und analogen Thermometern und weiteren Messinstrumenten befindet. Eine Einrichtung zur Messung von Windrichtung und Geschwindigkeit und mehrere Niederschlagsmessern. Zwei digitale Funkstationen liefern die Messwerte von Windstärke, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Niederschlag, Temperatur und Sonnenscheindauer für unsere Internetseite www.wetterwarte-süd.de. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Sie können sich nun unsere Anlage in Ruhe ansehen. Ende Test 6, Teil 2. Test 6, Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Sie hören ein Gespräch zwischen zwei guten Bekannten über Autokauf. Guten Abend, Kirsten. Freut mich, dich zu sehen. Geht's dir gut?
Oh ja, sehr gut, danke, Holger. Schön, dass du nach meinem Anruf sofort Zeit für ein Treffen gefunden hast. Du, wir haben uns lange nicht gesehen. Da war ich einfach neugierig, wie es dir geht und was du so machst. Gibt es denn einen bestimmten Grund, warum du mich sprechen wolltest? So ist es. Ich möchte mir nämlich ein Auto anschaffen. Mein erstes Auto, stell dir vor. Und da brauche ich deinen Rat, denn ich weiß, du kennst dich bestens mit Autos aus und ich will nichts falsch machen. Verstehe. Ich kann dir sicher ein paar gute Tipps geben. Sag mal, seit wann hast du einen Führerschein? Die Fahrprüfung habe ich vor 3 Jahren gemacht, aber... Also sag, was ist beim Autokauf alles zu überlegen? Gerade als Anfängerin musst du dich fragen, was für ein Fahrzeug möchte ich eigentlich haben? Diese Frage wollte ich eigentlich dir stellen. Wirst du mit diesem Wagen allein fahren? Ja, mein Partner hat schon ein eigenes Auto, seinen schnellen und teuren Sportwagen. Den möchte ich aber nicht benutzen. Außerdem wäre Clemens nicht damit einverstanden. Du weißt, wie Männer so sind. Und wirst du den Wagen mehr oder weniger nur im Stadtverkehr nutzen oder hast du vor, regelmäßig auch längere Strecken damit zu fahren? Ach, weißt du, Holger, ein wichtiger Grund für den Autokauf ist für mich, dass ich, sagen wir 2-mal im Monat, zu meinen Eltern nach Innsbruck fahren möchte. In der Stadt werde ich das Auto kaum brauchen, gehe zu Fuß zur Arbeit, vielleicht ab und zu zum Einkaufen. Naja, von Wien nach Innsbruck sind es 480 Kilometer, also fast 1000 Kilometer hin und zurück. In diesem Fall würde ich dir von dem Kauf eines Kleinwagens abraten. Die sind für längere Fahrten einfach nicht bequem genug. Ein Mercedes wird es aber auch nicht sein. Nee, brauchst du nicht. Vielleicht später, wenn du im Lotto 1 Million gewonnen hast. Weißt du, mir ist nicht ganz klar, wie viel so ein Auto im Monat kostet. Was muss ich außer den Benzinkosten alles noch berücksichtigen? Da wären zuerst einmal die Kraftfahrzeugsteuern und die Versicherung. Als Fahranfängerin wirst du relativ viel für die Versicherung zahlen müssen. Und dann musst du auch die Kosten für Reparaturen mit einberechnen. Das alles wird mehr kosten als das Benzin, das du verbrauchen wirst. Das kannst du mir glauben. Wirst du für den Autokauf einen Bankkredit aufnehmen? Also ich habe fast 10.000 auf dem Konto und mehr will ich auch nicht ausgeben. Meinst du, das reicht? Aber ja, für einen guten Gebrauchtwagen wirst du nicht mehr als 8.000 brauchen. Dann bleiben dir noch 2.000 als Reserve. Ich kenne übrigens einen guten Gebrauchtwagenhändler. Der hat sein Geschäft hier in der Nähe. Wenn du willst... Oh ja, Holger, lass uns gleich hingehen. Bist ein Schatz. Ende Test 6, Teil 3. Test 6, Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion 2-mal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aufgaben zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text.
Die Moderatorin der Radiosendung Die Gesundheitsecke spricht mit Richard Berg und Gabriele Ritter zum Thema falsche und richtige Diätformen. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen in der Gesundheitsecke. Für die heutige erste Sendung im neuen Jahr haben wir ein Thema ausgewählt, das um diese Zeit immer aktuell ist. Vernünftig und auf Dauer abnehmen. Wie schafft man das? Ich möchte Ihnen zuerst unsere beiden Studiogäste vorstellen. Das sind Frau Gabriele Ritter aus Bonn, Stewardess bei der Lufthansa, und Dr. Richard Berg aus Luzern, Ernährungsspezialist. Herr Berg, darf ich die erste Frage an Sie richten? Beschäftigt uns das Thema Diät stärker, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, zum Beispiel nach den Weihnachtsferien? Tatsache ist, die meisten essen über die Festtage nicht nur mehr, sondern auch anders als sonst. Fettreiches Essen landet auf dem Tisch, ein süßes Dessert gehört immer dazu, an den arbeitsfreien Tagen wird viel vor dem Fernseher genascht, mit anderen Worten, es fehlt jede Aufmerksamkeit beim Essen. Und wenn die Festtage vorbei sind, ärgern wir uns über unser falsches Verhalten. Dann ist es aber zu spät. Meinen Sie nicht auch, Frau Ritter? So sind wir Menschen, würde ich sagen. Wir wollen und können aus unseren Fehlern nicht lernen. Interessant ist aber auch Folgendes. Die Sorge um die vielen Kilos und der Beschluss, Diät zu machen, sind typisch für den Jahresbeginn, weil der Mensch von Natur aus das neue Jahr mit vielen guten Plänen und positivem Denken beginnt. Einer der häufigsten Pläne ist eben, im kommenden Jahr will ich abnehmen. Ein bisschen psychologischer Druck kann doch nicht schaden. Die Frage ist, ob dieser Druck etwas bringt. Denn wir, die wir voll im Beruf stehen, spüren Druck jeden Tag und aus vielen verschiedenen Gründen. Das haben Sie ganz richtig formuliert, Frau Ritter. Genau dieser Druck ist der Grund, warum viele Diätpläne erfolglos bleiben. Es gibt viele verschiedene Diäten, von der Blutgruppen über die Hollywood zur Nulldiät. Alle sind eigentlich gleich. Zuerst nimmt man ab, dann nimmt man aber wieder zu und wiegt am Ende oft mehr als vorher. Ist es nicht interessant? Beim Thema Diät kennen sich alle, besonders Frauen, bestens aus, trotzdem gelingt es den meisten offenbar nicht, ihr Gewicht zu halten. Es fällt offensichtlich immer mehr Leuten schwer, ihr Gewicht unter Kontrolle zu halten. Und das ist mit vielen gesundheitlichen Problemen verbunden. Meine Aufgabe ist es, wenn Sie so wollen, die Leute auf den Ursprung des Wortes Diät, nämlich Lebensweise, Lebensführung, aufmerksam zu machen. Ja, aber gerade die moderne Lebensweise diktiert das Schönheitsideal unserer Zeit. Man muss vor allem schlank sein. Auch wenn das der Gesundheit schadet. Frau Ritter hat mir vor der Sendung aufgezählt, wie viele Diäten sie bereits ausprobiert hat. Weil es mein Beruf verlangt. Gleichzeitig ist es ihr Beruf mit den vielen Reisen, der es ihnen unmöglich macht, sich vernünftig, richtig zu ernähren. Vernünftige Ernährung. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht? Alles essen, auf nicht zu viel Fett und Zucker achten, 3 Hauptmahlzeiten und bis zu 2 Zwischenmahlzeiten täglich. Diese Formel ist natürlich extrem einfach ausgedrückt. Das ideale Körpergewicht hängt von vielen Faktoren ab. Ich komme nicht dazu, ein genaues Ernährungsprogramm einzuhalten. Andere verbringen den gesamten Arbeitstag im Büro. Kinder ernähren sich oft extrem ungesund. Gibt es denn da gar keinen Ausweg? Auf der anderen Seite existiert eine richtige Fitnessindustrie, von Lebensmitteln mit wenig oder null Kalorien über superschnelle Diätprogramme bis zum Fitnessstudio an jeder Ecke. Was zeigt das alles? Gestörte Ernährungsgewohnheiten und Diät als Synonym zur Schlankheitskur führen zu mehr oder weniger erfolgreichen Veränderungen, die jedoch nicht lange halten. Was aber der Mensch braucht, ist gesunde Ernährung auf Dauer. Es ist meiner Ansicht nach kein Wunder, dass die Menschen vor 100 Jahren vielleicht andere Probleme hatten, aber keine Gewichtsprobleme. Eine ideale Diätform gibt es also nicht? Die einzige Diätform, die ich allen empfehlen könnte, die abnehmen und ihr Gewicht halten wollen, ist eine der ältesten, die auch die Generation vor uns kannte. FDH, frisst die Hälfte. Eine generelle Reduzierung der Kalorien ist sicher nicht der falsche Weg. Diät ohne ärztliche Aufsicht? Davor möchte ich warnen.
Unsere Gesundheit ist stark abhängig vom Körpergewicht. Mit anderen Worten von den Ernährungsgewohnheiten. Wer eine oder, wie so oft, verschiedene Diäten einfach so ausprobiert, geht ein großes Risiko ein. Das kann ich nur bestätigen. Herr Berg, darf ich Sie vielleicht abschließend fragen, was Sie von der sogenannten Gesprächstherapie halten, von der in letzter Zeit häufig die Rede ist? Kann sie zum Erfolg führen? Die Gesprächstherapie ist nicht neu. In meinen Augen ist sie so alt wie die Psychotherapie. Eine Gesprächsrunde, in der Leute zusammenkommen, die das gleiche Problem haben, sowas stelle ich mir durchaus positiv vor. Ähnlich wie die anonymen Alkoholiker. Ja, aber ich möchte klarstellen, dass die Gewichtskontrolle in den meisten Fällen ein viel kleineres Problem darstellt. Frau Ritter, Herr Berg, ich habe den Eindruck, es war eine interessante Diskussion, wo viel Bekanntes neu aufgegriffen, aber auch einiges Neue gesagt wurde. Hoffentlich hat es Ihnen Spaß gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf Wiedersehen. Hören Sie den Text noch einmal. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen in der Gesundheitsecke. Für die heutige erste Sendung im neuen Jahr haben wir ein Thema ausgewählt, das um diese Zeit immer aktuell ist. Vernünftig und auf Dauer abnehmen. Wie schafft man das? Ich möchte Ihnen zuerst unsere beiden Studiogäste vorstellen. Das sind Frau Gabriele Ritter aus Bonn, Stewardess bei der Lufthansa, und Dr. Richard Berg aus Luzern, Ernährungsspezialist. Herr Berg, darf ich die erste Frage an Sie richten? Beschäftigt uns das Thema Diät stärker, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, zum Beispiel nach den Weihnachtsferien? Tatsache ist, die meisten essen über die Festtage nicht nur mehr, sondern auch anders als sonst. Fettreiches Essen landet auf dem Tisch, ein süßes Dessert gehört immer dazu. An den arbeitsfreien Tagen wird viel vor dem Fernseher genascht. Mit anderen Worten, es fehlt jede Aufmerksamkeit beim Essen. Und wenn die Festtage vorbei sind, ärgern wir uns über unser falsches Verhalten. Dann ist es aber zu spät. Meinen Sie nicht auch, Frau Ritter? So sind wir Menschen, würde ich sagen. Wir wollen und können aus unseren Fehlern nicht lernen. Interessant ist aber auch Folgendes. Die Sorge um die vielen Kilos und der Beschluss, Diät zu machen, sind typisch für den Jahresbeginn, weil der Mensch von Natur aus das neue Jahr mit vielen guten Plänen und positivem Denken beginnt. Einer der häufigsten Pläne ist eben, im kommenden Jahr will ich abnehmen. Ein bisschen psychologischer Druck kann doch nicht schaden. Die Frage ist, ob dieser Druck etwas bringt. Denn wir, die wir voll im Beruf stehen, spüren Druck jeden Tag und aus vielen verschiedenen Gründen. Das haben Sie ganz richtig formuliert, Frau Ritter. Genau dieser Druck ist der Grund, warum viele Diätpläne erfolglos bleiben. Es gibt viele verschiedene Diäten, von der Blutgruppen über die Hollywood zur Nulldiät. Alle sind eigentlich gleich. Zuerst nimmt man ab, dann nimmt man aber wieder zu und wiegt am Ende oft mehr als vorher. Ist es nicht interessant? Beim Thema Diät kennen sich alle, besonders Frauen, bestens aus, trotzdem gelingt es den meisten offenbar nicht, ihr Gewicht zu halten. Es fällt offensichtlich immer mehr Leuten schwer, ihr Gewicht unter Kontrolle zu halten. Und das ist mit vielen gesundheitlichen Problemen verbunden. Meine Aufgabe ist es, wenn Sie so wollen, die Leute auf den Ursprung des Wortes Diät, nämlich Lebensweise, Lebensführung, aufmerksam zu machen. Ja, aber gerade die moderne Lebensweise diktiert das Schönheitsideal unserer Zeit. Man muss vor allem schlank sein. Auch wenn das der Gesundheit schadet. Frau Ritter hat mir vor der Sendung aufgezählt, wie viele Diäten sie bereits ausprobiert hat. Weil es mein Beruf verlangt. Gleichzeitig ist es ihr Beruf mit den vielen Reisen, der es ihnen unmöglich macht, sich vernünftig, richtig zu ernähren. Vernünftige Ernährung. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht? Alles essen, auf nicht zu viel Fett und Zucker achten, 3 Hauptmahlzeiten und bis zu 2 Zwischenmahlzeiten täglich. Diese Formel ist natürlich extrem einfach ausgedrückt. Das ideale Körpergewicht hängt von vielen Faktoren ab. Ich komme nicht dazu, ein genaues Ernährungsprogramm einzuhalten. Andere verbringen den gesamten Arbeitstag im Büro,
Kinder ernähren sich oft extrem ungesund. Gibt es denn da gar keinen Ausweg? Auf der anderen Seite existiert eine richtige Fitnessindustrie, von Lebensmitteln mit wenig oder null Kalorien über superschnelle Diätprogramme bis zum Fitnessstudio an jeder Ecke. Was zeigt das alles? Gestörte Ernährungsgewohnheiten und Diät als Synonym zur Schlankheitskur führen zu mehr oder weniger erfolgreichen Veränderungen, die jedoch nicht lange halten. Was aber der Mensch braucht, ist gesunde Ernährung auf Dauer. Es ist meiner Ansicht nach kein Wunder, dass die Menschen vor 100 Jahren vielleicht andere Probleme hatten, aber keine Gewichtsprobleme. Eine ideale Diätform gibt es also nicht? Die einzige Diätform, die ich allen empfehlen könnte, die abnehmen und ihr Gewicht halten wollen, ist eine der ältesten, die auch die Generation vor uns kannte. FDH, frisst die Hälfte. Eine generelle Reduzierung der Kalorien ist sicher nicht der falsche Weg. Diät ohne ärztliche Aufsicht? Davor möchte ich warnen. Unsere Gesundheit ist stark abhängig vom Körpergewicht. Mit anderen Worten von den Ernährungsgewohnheiten. Wer eine oder, wie so oft, verschiedene Diäten einfach so ausprobiert, geht ein großes Risiko ein. Das kann ich nur bestätigen. Herr Berg, darf ich Sie vielleicht abschließend fragen, was Sie von der sogenannten Gesprächstherapie halten, von der in letzter Zeit häufig die Rede ist? Kann sie zum Erfolg führen? Die Gesprächstherapie ist nicht neu. In meinen Augen ist sie so alt wie die Psychotherapie. Eine Gesprächsrunde, in der Leute zusammenkommen, die das gleiche Problem haben, sowas stelle ich mir durchaus positiv vor. Ähnlich wie die anonymen Alkoholiker? Ja, aber ich möchte klarstellen, dass die Gewichtskontrolle in den meisten Fällen ein viel kleineres Problem darstellt. Frau Ritter, Herr Berg, ich habe den Eindruck, es war eine interessante Diskussion, wo viel Bekanntes neu aufgegriffen, aber auch einiges Neues gesagt wurde. Hoffentlich hat es Ihnen Spaß gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf Wiedersehen. Ende Test 6, Teil 4. Beispiel. Beim Frühstück schalten Sie wie immer das Radio ein und hören Folgendes. Radio Larifari. Es ist 8 Uhr. Sie hören die Kurznachrichten. Berlin. Im Bundestag findet heute die Abstimmung über das Gesetz zur Gesundheitsreform statt. Luxemburg. Die EU-Kommission will in der kommenden Woche über eine mögliche Zusammenarbeit mit Russland im Energiebereich beraten. Ägypten. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Kairo und Alexandria sind 9 Menschen getötet und 15 weitere schwer verletzt worden. Sport. Borussia Dortmund steht nach dem gestrigen 3:0-Sieg gegen Werder Bremen allein an der Tabellenspitze. Das Wetter? Vormittags freundlich, nachmittags bewölkt.
Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Beispiel: Beim Frühstück schalten Sie wie immer das Radio ein und hören Folgendes. Radio Larifari. Es ist 8 Uhr. Sie hören die Kurznachrichten. Berlin. Im Bundestag findet heute die Abstimmung über das Gesetz zur Gesundheitsreform statt. Luxemburg. Die EU-Kommission will in der kommenden Woche über eine mögliche Zusammenarbeit mit Russland im Energiebereich beraten. Ägypten. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Kairo und Alexandria sind 9 Menschen getötet und 15 weitere schwer verletzt worden. Sport. Borussia Dortmund steht nach dem gestrigen 3:0-Sieg gegen Werder Bremen allein an der Tabellenspitze. Das Wetter? Vormittags freundlich, nachmittags bewölkt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 1. Hören Sie jetzt den Text. Text 1. Von Ihrem automatischen Anrufbeantworter hören Sie die folgende Nachricht. Hallo Jan, hier spricht die Melina. Du, ich habe mich entschlossen, mein Architekturstudium in den USA fortzusetzen. Du weißt, ich habe gerade den Bachelorabschluss geschafft, nun will ich den Master in Amerika machen. Mein Onkel lebt in Kalifornien. Ich kann also bei ihm wohnen und in Kalifornien gibt es so viele klasse Universitäten. Zum Glück kann ich recht gut Englisch und kann den Aufnahmeantrag problemlos selber ausfüllen. Muss aber auch einen Lebenslauf auf Englisch schreiben. Da brauche ich deine Hilfe. Ruf mich bitte an. Tschüss, Melina. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 1. Von Ihrem automatischen Anrufbeantworter hören Sie die folgende Nachricht. Hallo Jan, hier spricht die Melina. Du, ich habe mich entschlossen, mein Architekturstudium in den USA fortzusetzen. Du weißt, ich habe gerade den Bachelorabschluss geschafft, nun will ich den Master in Amerika machen. Mein Onkel lebt in Kalifornien. Ich kann also bei ihm wohnen und in Kalifornien gibt es so viele klasse Universitäten. Zum Glück kann ich recht gut Englisch und kann den Aufnahmeantrag problemlos selber ausfüllen. Muss aber auch einen Lebenslauf auf Englisch schreiben. Da brauche ich deine Hilfe. Ruf mich bitte an. Tschüss, Melina. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 2. Hören Sie jetzt den Text. Text 2. Im Flughafen hören Sie folgende Durchsage. Wir möchten alle Reisenden daran erinnern, dass aus Sicherheitsgründen keine Flüssigkeiten in Mengen über 100 Gramm im Handgepäck mitgeführt werden dürfen. Das betrifft Wasser in Flaschen, Erfrischungsgetränke und alkoholische Getränke, Shampoos und sonstige Artikel für die Körperpflege. Wenn Sie bei der Sicherheitskontrolle eine dieser Sachen bei sich tragen, wird das Personal gezwungen sein, sie zu entsorgen. Für Flüssigkeiten in kleineren Mengen gilt das Ausfuhrverbot nicht. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen guten Flug. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 2. Im Flughafen hören Sie folgende Durchsage. Wir möchten alle Reisenden daran erinnern, dass aus Sicherheitsgründen keine Flüssigkeiten in Mengen über 100 Gramm im Handgepäck mitgeführt werden dürfen. Das betrifft Wasser in Flaschen, Erfrischungsgetränke und alkoholische Getränke, Shampoos und sonstige Artikel für die Körperpflege. Wenn Sie bei der Sicherheitskontrolle eine dieser Sachen bei sich tragen, wird das Personal gezwungen sein, sie zu entsorgen. Für Flüssigkeiten in kleineren Mengen gilt das Ausfuhrverbot nicht. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen guten Flug. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 3.
Hören Sie jetzt den Text. Text 3. Sie hören eine Nachricht vom automatischen Anrufbeantworter. Grüezi, Juliane. Hier ist der Frank mit einer fantastischen Nachricht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben im Lotto gewonnen. Etwas mehr als 7000 Franken. Toll, was? Nun kann ich mir endlich ein Auto kaufen und an den Wochenenden in die Berge fahren. Ein teures, neues Auto kann ich mir für dieses Geld natürlich nicht leisten. Aber ich glaube, es ist besser so. Ich suche mir etwas um die 5000 Franken. Der Rest kommt auf die Bank. Werd ja auch Geld für Benzin brauchen. Machen wir die erste Fahrt zusammen. Ruf an. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 3. Sie hören eine Nachricht vom automatischen Anrufbeantworter. Grüezi, Juliane. Hier ist der Frank mit einer fantastischen Nachricht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben im Lotto gewonnen. Etwas mehr als 7000 Franken. Toll, was? Nun kann ich mir endlich ein Auto kaufen und an den Wochenenden in die Berge fahren. Ein teures, neues Auto kann ich mir für dieses Geld natürlich nicht leisten. Aber ich glaube, es ist besser so. Ich suche mir etwas um die 5000 Franken. Der Rest kommt auf die Bank. Werd ja auch Geld für Benzin brauchen. Machen wir die erste Fahrt zusammen. Ruf an. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 4. Hören Sie jetzt den Text. Text 4. Im Radio hören Sie die folgende Nachricht. Und hier eine Meldung, die Jung und Alt interessieren wird. Täglich um 14 Uhr findet ein Vortrag mit Führung durch den neu eingerichteten Meteoritensaal des Wiener Naturhistorischen Museums statt. Der Titel der Veranstaltung, die für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist, lautet »Steine, die vom Himmel fallen«. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungskarten um 2,50 Euro für die gesamte Familie sind an der Museumskasse erhältlich. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 4. Im Radio hören Sie die folgende Nachricht. Und hier eine Meldung, die Jung und Alt interessieren wird. Täglich um 14 Uhr findet ein Vortrag mit Führung durch den neu eingerichteten Meteoritensaal des Wiener Naturhistorischen Museums statt. Der Titel der Veranstaltung, die für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist, lautet »Steine, die vom Himmel fallen«. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungskarten um 2,50 Euro für die gesamte Familie sind an der Museumskasse erhältlich. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 5. Hören Sie jetzt den Text. Text 5. Am 30. Dezember hören Sie im Fernsehen folgenden Kommentar zum Wetter. Das Jahr geht zu Ende, die Nacht der Nächte steht uns bevor. Wie wird also das Wetter zum Jahreswechsel? Naja, besonders winterlich wird es nicht, vor allem nicht im Norden, wo es bei Mitternachtstemperaturen um 10 Grad recht häufig regnen wird. In der Mitte Deutschlands bleibt es bei starken Winden dagegen weitgehend trocken. In Süddeutschland weht ein meist nur schwacher Wind. Die Temperaturen werden im Bereich um 0 Grad liegen und es bleibt überall trocken. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 5. Am 30. Dezember hören Sie im Fernsehen folgenden Kommentar zum Wetter. Das Jahr geht zu Ende, die Nacht der Nächte steht uns bevor. Wie wird also das Wetter zum Jahreswechsel? Naja, besonders winterlich wird es nicht, vor allem nicht im Norden, wo es bei Mitternachtstemperaturen um 10 Grad recht häufig regnen wird. In der Mitte Deutschlands bleibt es bei starken Winden dagegen weitgehend trocken. In Süddeutschland weht ein meist nur schwacher Wind. Die Temperaturen werden im Bereich um 0 Grad liegen
und es bleibt überall trocken. Ende Test 6, Teil 1. Grüß Gott, mein Name ist Roland Roth und ich begrüße Sie ganz herzlich in der Wetterwarte Süd, einer privaten Einrichtung zur Wetterbeobachtung und Vorhersage in Süddeutschland. Ich bin 1954 in Bad Schussenried in Baden-Württemberg auf die Welt gekommen und habe mich bereits als Kind für Wolkenbilder und meteorologische Zusammenhänge interessiert. 1968 richtete ich im Garten meiner Eltern eine Wetterstation ein und baute sie in den Folgejahren mit eigenen Mitteln stetig aus. Die Wetterwarte Bad Schussenried war geboren. 1988 wurde die Wetterstation Bad Schussenried in private Wetterwarte Oberschwaben umbenannt. Anfang 2004 in Wetterwarte Süd. Ich habe Geographie, Theologie und Philosophie studiert und war eine Zeit lang Leiter eines Jugendzentrums und Herausgeber einer sozialkritischen Zeitschrift. Im Lauf der Zeit versammelten sich zahlreiche Wetterinteressierte um mich, die Wetterbeobachtung in ihrer Freizeit betreiben und teilweise eigene Stationen besitzen. Heute besteht unser Wetterteam aus vielen Mitarbeitern, die alle ihren eigenen Aufgabenbereich haben. Obwohl die Wetterwarte Süd noch immer zumeist mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird, verteilt sich die Arbeit auf viele Schultern. Die Station vergrößerte sich, gewann immer mehr Mitarbeiter und genießt heute einen besonderen Ruf für gute regionale Wetterberichterstattung. Das Vorhersagegebiet der Wetterwarte Süd umfasst heute die Region von Ulm bis zum Bodensee und vom Schwarzwald bis zum Allgäu. Die täglichen Wetterberichte sowie die Monats- und Jahresstatistiken sind besonders beliebt, nicht nur weil sie sich in der Regel als richtig erweisen, sondern auch wegen ihrer Anschaulichkeit, Originalität und witzigen Sprache. Der 1995 in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Bauernverband eingerichtete telefonische Wettervorhersagedienst ist in seiner Art einmalig in Deutschland. Von März bis Oktober nutzen jährlich mehr als 60.000 Anrufer diesen Service. Heute liegt die Station in einem Wohngebiet im Südwesten der Stadt, 100 Meter vom Ortsrand entfernt, in einer Höhe von knapp 600 Meter über dem Meeresspiegel. Die Landschaft ist hügelig mit vielen Seen und Wäldern. Mit einer Gesamtsonnenscheindauer von knapp 1.700 Stunden im Jahr und einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 8 Grad herrscht in Bad Schussenried ein voralpines Klima. Weit ab von größeren Industriezentren ist die Luft kaum mit Schadstoffen belastet. Ausgerüstet ist die Station mit einem Wetterhäuschen, in der sich eine Reihe von digitalen und analogen Thermometern und weiteren Messinstrumenten befindet. Eine Einrichtung zur Messung von Windrichtung und Geschwindigkeit und mehrere Niederschlagsmessern. Zwei digitale Funkstationen liefern die Messwerte von Windstärke, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Niederschlag, Temperatur und Sonnenscheindauer für unsere Internetseite www.wetterwarte-süd.de. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Sie können sich nun unsere Anlage in Ruhe ansehen. Ende Test 6, Teil 2. Guten Abend, Kirsten. Freut mich, dich zu sehen. Geht's dir gut? Oh ja, sehr gut. Danke, Holger. Schön, dass du nach meinem Anruf sofort Zeit für ein Treffen gefunden hast. Du, wir haben uns lange nicht gesehen.
da war ich einfach neugierig, wie es dir geht und was du so machst. Gibt es denn einen bestimmten Grund, warum du mich sprechen wolltest? So ist es. Ich möchte mir nämlich ein Auto anschaffen. Mein erstes Auto, stell dir vor. Und da brauche ich deinen Rat, denn ich weiß, du kennst dich bestens mit Autos aus und ich will nichts falsch machen. Verstehe. Ich kann dir sicher ein paar gute Tipps geben. Sag mal, seit wann hast du einen Führerschein? Die Fahrprüfung habe ich vor 3 Jahren gemacht, aber... Also sag, was ist beim Autokauf alles zu überlegen? Gerade als Anfängerin musst du dich fragen, was für ein Fahrzeug möchte ich eigentlich haben? Diese Frage wollte ich eigentlich dir stellen. Wirst du mit diesem Wagen allein fahren? Ja, mein Partner hat schon ein eigenes Auto, seinen schnellen und teuren Sportwagen. Den möchte ich aber nicht benutzen. Außerdem wäre Clemens nicht damit einverstanden. Du weißt, wie Männer so sind. Und wirst du den Wagen mehr oder weniger nur im Stadtverkehr nutzen oder hast du vor, regelmäßig auch längere Strecken damit zu fahren? Ach, weißt du, Holger, ein wichtiger Grund für den Autokauf ist für mich, dass ich, sagen wir 2-mal im Monat, zu meinen Eltern nach Innsbruck fahren möchte. In der Stadt werde ich das Auto kaum brauchen, gehe zu Fuß zur Arbeit, vielleicht ab und zu zum Einkaufen. Naja, von Wien nach Innsbruck sind es 480 Kilometer, also fast 1000 Kilometer hin und zurück. In diesem Fall würde ich dir von dem Kauf eines Kleinwagens abraten. Die sind für längere Fahrten einfach nicht bequem genug. Ein Mercedes wird es aber auch nicht sein. Nee, brauchst du nicht. Vielleicht später, wenn du im Lotto 1 Million gewonnen hast. Weißt du, mir ist nicht ganz klar, wie viel so ein Auto im Monat kostet. Was muss ich außer den Benzinkosten alles noch berücksichtigen? Da wären zuerst einmal die Kraftfahrzeugsteuern und die Versicherung. Als Fahranfängerin wirst du relativ viel für die Versicherung zahlen müssen. Und dann musst du auch die Kosten für Reparaturen mit einberechnen. Das alles wird mehr kosten als das Benzin, das du verbrauchen wirst. Das kannst du mir glauben. Wirst du für den Autokauf einen Bankkredit aufnehmen? Also ich habe fast 10.000 auf dem Konto und mehr will ich auch nicht ausgeben. Meinst du, das reicht? Aber ja, für einen Gebrauchtwagen, für einen guten Gebrauchtwagen wirst du nicht mehr als 8.000 brauchen. Dann bleiben dir noch 2.000 als Reserve. Ich kenne übrigens einen guten Gebrauchtwagenhändler, der hat sein Geschäft hier in der Nähe. Wenn du willst... Oh ja, Holger, lass uns gleich hingehen. Bist ein Schatz. Ende Test 6, Teil 3. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen in der Gesundheitsecke. Für die heutige erste Sendung im neuen Jahr haben wir ein Thema ausgewählt, das um diese Zeit immer aktuell ist. Vernünftig und auf Dauer abnehmen. Wie schafft man das? Ich möchte Ihnen zuerst unsere beiden Studiogäste vorstellen. Das sind Frau Gabriele Ritter aus Bonn, Stewardess bei der Lufthansa, und Dr. Richard Berg aus Luzern, Ernährungsspezialist. Herr Berg, darf ich die erste Frage an Sie richten? Beschäftigt uns das Thema Diät stärker, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, zum Beispiel nach den Weihnachtsferien? Tatsache ist, die meisten essen über die Festtage nicht nur mehr, sondern auch anders als sonst. Fettreiches Essen landet auf dem Tisch, ein süßes Dessert gehört immer dazu. An den arbeitsfreien Tagen wird viel vor dem Fernseher genascht. Mit anderen Worten, es fehlt jede Aufmerksamkeit beim Essen. Und wenn die Festtage vorbei sind, ärgern wir uns über unser falsches Verhalten. Dann ist es aber zu spät. Meinen Sie nicht auch, Frau Ritter? So sind wir Menschen, würde ich sagen. Wir wollen und können aus unseren Fehlern nicht lernen. Interessant ist aber auch Folgendes. Die Sorge um die vielen Kilos und der Beschluss, Diät zu machen, sind typisch für den Jahresbeginn, weil der Mensch von Natur aus das neue Jahr mit vielen guten Plänen und positivem Denken beginnt. Einer der häufigsten Pläne ist eben, im kommenden Jahr will ich abnehmen. Ein bisschen psychologischer Druck kann doch nicht schaden. Die Frage ist, ob dieser Druck etwas bringt.
Denn wir, die wir voll im Beruf stehen, spüren Druck jeden Tag und aus vielen verschiedenen Gründen. Das haben Sie ganz richtig formuliert, Frau Ritter. Genau dieser Druck ist der Grund, warum viele Diätpläne erfolglos bleiben. Es gibt viele verschiedene Diäten, von der Blutgruppen über die Hollywood zur Nulldiät. Alle sind eigentlich gleich. Zuerst nimmt man ab, dann nimmt man aber wieder zu und wiegt am Ende oft mehr als vorher. Ist es nicht interessant? Beim Thema Diät kennen sich alle, besonders Frauen, bestens aus, trotzdem gelingt es den meisten offenbar nicht, ihr Gewicht zu halten. Es fällt offensichtlich immer mehr Leuten schwer, ihr Gewicht unter Kontrolle zu halten. Und das ist mit vielen gesundheitlichen Problemen verbunden. Meine Aufgabe ist es, wenn Sie so wollen, die Leute auf den Ursprung des Wortes Diät, nämlich Lebensweise, Lebensführung, aufmerksam zu machen. Ja, aber gerade die moderne Lebensweise diktiert das Schönheitsideal unserer Zeit. Man muss vor allem schlank sein. Auch wenn das der Gesundheit schadet. Frau Ritter hat mir vor der Sendung aufgezählt, wie viele Diäten sie bereits ausprobiert hat. Weil es mein Beruf verlangt. Gleichzeitig ist es ihr Beruf mit den vielen Reisen, der es ihnen unmöglich macht, sich vernünftig, richtig zu ernähren. Vernünftige Ernährung. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht? Alles essen, auf nicht zu viel Fett und Zucker achten, 3 Hauptmahlzeiten und bis zu 2 Zwischenmahlzeiten täglich. Diese Formel ist natürlich extrem einfach ausgedrückt. Das ideale Körpergewicht hängt von vielen Faktoren ab. Ich komme nicht dazu, ein genaues Ernährungsprogramm einzuhalten. Andere verbringen den gesamten Arbeitstag im Büro. Kinder ernähren sich oft extrem ungesund. Gibt es denn da gar keinen Ausweg? Auf der anderen Seite existiert eine richtige Fitnessindustrie, von Lebensmitteln mit wenig oder null Kalorien über superschnelle Diätprogramme bis zum Fitnessstudio an jeder Ecke. Was zeigt das alles? Gestörte Ernährungsgewohnheiten und Diät als Synonym zur Schlankheitskur führen zu mehr oder weniger erfolgreichen Veränderungen, die jedoch nicht lange halten. Was aber der Mensch braucht, ist gesunde Ernährung auf Dauer. Es ist meiner Ansicht nach kein Wunder, dass die Menschen vor 100 Jahren vielleicht andere Probleme hatten, aber keine Gewichtsprobleme. Eine ideale Diätform gibt es also nicht? Die einzige Diätform, die ich allen empfehlen könnte, die abnehmen und ihr Gewicht halten wollen, ist eine der ältesten, die auch die Generation vor uns kannte. FDH, frisst die Hälfte. Eine generelle Reduzierung der Kalorien ist sicher nicht der falsche Weg. Diät ohne ärztliche Aufsicht? Davor möchte ich warnen. Unsere Gesundheit ist stark abhängig vom Körpergewicht. Mit anderen Worten von den Ernährungsgewohnheiten. Wer eine oder, wie so oft, verschiedene Diäten einfach so ausprobiert, geht ein großes Risiko ein. Das kann ich nur bestätigen. Herr Berg, darf ich Sie vielleicht abschließend fragen, was Sie von der sogenannten Gesprächstherapie halten, von der in letzter Zeit häufig die Rede ist? Kann sie zum Erfolg führen? Die Gesprächstherapie ist nicht neu. In meinen Augen ist sie so alt wie die Psychotherapie. Eine Gesprächsrunde, in der Leute zusammenkommen, die das gleiche Problem haben, sowas stelle ich mir durchaus positiv vor. Ähnlich wie die anonymen Alkoholiker? Ja, aber ich möchte klarstellen, dass die Gewichtskontrolle in den meisten Fällen ein viel kleineres Problem darstellt. Frau Ritter, Herr Berg, ich habe den Eindruck, es war eine interessante Diskussion, wo viel Bekanntes neu aufgegriffen, aber auch einiges Neues gesagt wurde. Hoffentlich hat es Ihnen Spaß gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf Wiedersehen.